Okay, das Spiel ist tatsächlich gestartet und sogar im Vollbildmodus. Ich bin überrascht. Normalerweise funktioniert das nicht so gut. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Moment. Ja. Das wollte ich. Sehr gut. Mein Profil heißt Archie Life. So, ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Speichern hier funktioniert in dem Spiel. Ich hoffe einfach mal, dass er ordentlich gespeichert hat und an der richtigen Stelle gespeichert hat. Kathi schreibt: Archie, zeig uns deine Käsehäppchen. Wusstet ihr, dass ich die beste Frau der Welt habe? Sie hat mir erneut Käsehäppchen zubereitet. Sie hat mir auch den Tipp gegeben, oder zwei Tipps gegeben. Tipp 1. Das Spiel fängt jetzt erst richtig an. Das heißt, es wird jetzt erst richtig schlimm. Und Tipp 2 ist, ich soll jedes Mal, wenn ich Angst habe, ein Häppchen essen. Das Problem ist aber, ich glaube, so viele Häppchen habe ich nicht und so viel Käse gibt es gar nicht in der ganzen Stadt. Aber in diesem Sinne, Dankeschön, Kathi. Capricorn fragt mich gerade, wenn ich Archivar eingebe, komme ich da auf deinen Channel? Gib ein SCP-Archiv, dann kommst du auf jeden Fall drauf. Also SCP, leer, Archiv. Dann findest du ihn auf jeden Fall, definitiv. Der Archivar weiß ich gar nicht. Ich glaube, in Worten habe ich der Archivar relativ selten in Textform auf dem Kanal stehen. Also ich weiß nicht, ob YouTube das zuordnen kann. Ich vermute mal nicht, vor allem weil das zu vage ist. Gut, also, letzte Chance. Seid ihr alle bereit? Denn jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn ihr nicht bereit seid, dürft ihr es gerne zugeben. Das ist keine Schande. Ich kann es gerne wieder ausmachen. Vor allem ist es jetzt schon 20:15 Uhr. Das heißt, wir spielen in die Nacht hinein und es soll hier heute noch stürmen. Das wäre eine harte Runde. Ich sag's euch. Ich muss das Mikrofon noch mal kurz umplatzieren. Tut mir leid, das wird wahrscheinlich unangenehm für euch zu hören sein. Bin ich schon im Spiel? Oh, ich bin schon im Spiel. Moment. Ach nee. Ich muss kurz die Lautstärke für mich anpassen. Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss immer das so einstellen, dass ich meine Stimme hören kann über das Mikrofon, gleichzeitig aber auch das Spiel hören kann. Das muss ich gerade mit dem Effekt hier testen. Na, noch ein Stückchen lauter. Gut. Diese komischen haut- und federlosen Flamingos, Alter. Ich finde das Bild ja schon irgendwie cool. Ich würde es mir eigentlich an die Wand hängen, aber der Kontext ist das Problem. Genau, da sind die komischen Mäusebilder, die wir schon entdeckt haben. Was auch immer er für ein Problem mit Mäusen hat, ich komme nicht drauf klar. Stimmt, hier haben wir noch gar nicht reingeguckt. Hat sich hier eigentlich irgendwas getan? Oder was wird sich denn hier überhaupt tun? Ah, das ist dieser Brief von unserer Frau an unsere Tochter, soweit ich das in Erinnerung habe. Den haben wir gefunden. Das sind quasi so Collectibles, die man scheinbar finden kann, aber nicht muss, wenn ich das richtig verstehe. Ah, das hatten wir schon gelesen. Okay. Ich bin etwas überrascht übrigens, dass wir jetzt hier gestartet sind. Wir sind nämlich letztes Mal, wir haben jetzt schon herausgefunden, es sind diese unterschiedlichen Chapter hier. Es gibt insgesamt anscheinend 8 Kapitel, oder? 6 Kapitel. Ich nenne es mal Kapitel. Ich weiß aber nicht, wie du das jetzt handelt, zwecks Speichern. Ich hoffe, wir fangen jetzt diese Runde nicht mehr komplett von vorne an, sondern kommen jetzt direkt in den Raum, wo wir aufgehört haben. Alles andere wäre ärgerlich. Ja, kommen wir. Ja. Ja.
Wir sind genau wieder in dem Raum, wo wir aufgehört haben. Ich mach's nochmal ein bisschen lauter für mich. Falsche Richtung. So. So, Entschuldigung. Spielstart ist immer so eine Sache. Vor allem hat das Spiel. Jetzt passt. So wenige Effekte, Soundeffekte, dass ich es einfach nicht hören kann. Okay, jetzt müsste es passen. Entschuldigung. Wisst ihr noch, was passiert ist? Ich weiß es noch. Kagakagi schreibt gerade, kann es sein, dass da was fehlt? Ich schließe mich Butler an. Was fehlt denn? Kizuna schreibt übrigens gerade, sie ist gespannt, ob die Screamer genauso gut getimed sind wie letztes Mal. Ich hoffe nicht. Und ich habe irgendwie ein bisschen mehr Angst vor euren Screamern als vom Spiel an sich. Und ich glaube immer noch, wenn ihr die Screamer wieder so oft macht wie letztes Mal, trainiert ihr mich darauf, irgendwann nicht mehr die Screamer ernst zu nehmen. Und wenn das passiert, habe ich ein Problem hier im Spiel, wenn wirklich mal was kommt. Okay. Bringen wir es hinter uns. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. It cannot be undone. Nein, das kann es nicht. Und ich frage mich immer noch und befürchte immer noch, was nicht rückgängig gemacht werden kann. Wir wissen ja, für seine Frau hat er Schizophrenie vermutet nach ihrem Unfall. Sie war mal eine Sängerin, hatte einen Unfall und brauchte eine Beinprothese, wie wir herausgefunden haben. Die Frage ist natürlich, was ist passiert? Dass immer je nachdem, in welchem Areal ich bin, ein neuer Filter drüber gelegt wird, ne? Ich mag Hunde, aber ich mag keine Hunde in Horrorspielen. Butler fragt gerade, wer oder was sind die Screamer? Screamer heißt, ab einer Spende von 5 Euro oder mehr, in den Abstufungen 5, 10, 15, 20 und 30 Euro, kommt jeweils ein unterschiedliches Geräusch. Sei es ein Schrei oder ein lauter Soundeffekt aus einem Horrorfilm oder sonstiges, die Kati ausgesucht hat, die ich nicht kenne. Das heißt, wenn du 5 Euro spendest im richtigen Moment, wenn ich gerade so wie hier relativ angespannt bin und gerade es eine Zeit lang ruhig war oder wir erwarten, dass irgendwas passiert und kommt, dann Kissen, vielen, vielen Dank fürs Hosten. Dann kann es sein, dass ich einen kleinen Herzinfarkt bekomme, weil dann plötzlich unerwartet ein Schrei auf meinem Ohr ertönt oder ein ähnliches Geräusch. Ich weiß nicht, was ich gerade ausgesucht hatte, aber die letzten Screamer vom letzten Stream waren sehr mies. Bitte sei ein lieber Hund. Bitte sei nur ein Bild. Und ich habe es euch schon mal gesagt, diese Passagen. Das klingt ein bisschen aggressiv, ne? Diese Passagen erwarte ich da vorne immer, dass irgendwas von links nach rechts links gelaufen kommt, wenn ich zu nah dran bin. Der Hund wirkt so krass aggressiv. Ich habe Angst, was jetzt passiert, wenn ich da hingehe. Oh Mann. Ich spiele noch keine 5 Minuten. Ah! Ich bin richtig Angsthase in diesem Spiel gerade. Ich habe keine Angst vor Hunden, hatte ich noch nie, werde ich nie haben, egal wie groß oder was er tut. Alter! Little Miss Kalle! Respekt und herzlichen Glückwunsch! Und vor allem auch an Kati.
Ich bin schockiert, begeistert und überrascht, dass das Timing so genial war, dass es jetzt mit einer Katze kam, in dem Moment, wo Hunde bellen. Genial. Ich bin begeistert. Es hat mich jetzt nicht so kalt erwischt gerade, weil es eben gerade tatsächlich einfach zu geil gepasst hat. Deswegen hat es mich jetzt nicht so schockiert. Aber krass. Aber es passte so super in die Szene rein. Also, Kati und Little Miss Cunnel, ganz großer Respekt und vielen, vielen Dank. Armes Baby. Na, oh, der arme Hund. Oh nein. Okay, das sitzt aber nicht mehr der Wind. Na komm. Das kann ich nicht nehmen. Good boy. Oh. Remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Oh. Entschuldigung. Der Typ ist cool. Schatz, erinnerst du dich, als wir darüber gesprochen hatten, dass du dir eine Katze für unser Kind wünschst? Weißt du was? Ich habe uns einen Hund gekauft. Na, mein Kleiner, erinnerst du dich, dass du dir einen Fußball zum Geburtstag gewünscht hast? Guck mal, hier ist ein Tennisschläger. Bester Ehemann. Ich meine, Hunde sind in meinen Augen besser als Katzen, aber bester Ehemann einfach. Violet schreibt übrigens auch gerade, ich habe echt gedacht, die Katze gehört zum Spiel. Oh, Skynet 1402, herzlich willkommen im Kreis der Wahnsinnigen. Danke für dein Abonnement. Bzw. die Verlängerung. Good boy. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr darauf achten, ob hier irgendwo was drin liegt, weil ich hätte das jetzt zum Beispiel fast übersehen. Oh Mann, das Bild. Der Hund. Der arme Hund und der Kleine. Oh. Oh Mann. Nö. 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 Nee. Nee. Ich geh da nicht rein. Nee. Nee. Erinnert euch an den Schaukelstuhl, den ich korrekt prophezeit habe? Soll ich als nächstes Prophezeiung zu Rollstuhl in Horrorspielen machen? Soll ich? Nö. Vergesst das. Ich will da nicht rein. Oh nö. Rein da. Ach komm, das Spiel war doch süß. Oh Mann. Tu es. Archie, los jetzt. Ihr seid so ermutigend. Wieso seid ihr es immer in solchen Momenten? Könnt ihr mich nicht ermutigen, wenn ich sage, ich höre auf? Oh Mann, vor allem, das ist so ein gruseliger, so ein uralter. Ich hasse es. Das wird richtig schlimm, glaube ich. Oh Mann. Okay, einfach durchziehen. Willst du das auch? Was will ich auch? Ich will ihn nicht aus den Augen lassen, aber ich will diese Brille angucken, ob ich die mitnehmen kann. Ich gehe jetzt einfach mal näher ran. Ja, guck mal, was passiert. Nichts? Okay. Ich will ihm auch nicht den Rücken zu. Butler 1988. Vielen Dank.
Es ist nur eine Katze und trotzdem hat es wieder funktioniert, vor allem zum zweiten Mal jetzt. Käsehäppchen, wenn ich Angst habe. Das kann nicht alles gewesen sein. Wenn da schon die Tür ist. Ich kann nicht einfach nur hier durchgehen müssen. Hier muss noch irgendwas passieren. Oh, wenn dieser Rollstuhl jetzt gleich eskaliert, ne? Ihr habt das auch gehört, ja? Da war gerade ein Geräusch, ja? Ich sollte mich jetzt umdrehen, ja? Ich will mich nicht umdrehen. Ich glaube, ich gehe einfach weiter. Wärst du für, dass ich mich umdrehe? Wärst du für, dass ich einfach weitergehe? Kacke, kacke, ich schon mal dafür, dass ich mich umdrehe. Wenn ich Angst habe. Alle sind für umdrehen. Natürlich sind alle für umdrehen. Mit vollem Mund hat man keine Angst. Du bist überhaupt nicht vorhersehbar, weißt du das? Absolut unberechenbar bist du. Hätte ich nie mit gerechnet, dass das jetzt passieren würde. Du bist richtig sneaky. Außerdem, wusstest du, dass ich dich hasse? Wichtig ist, Dinge, vor denen man Angst hat, zu personifizieren. Denn wenn man sie personifiziert, werden sie weniger schlimm. Kennen wir den eigentlich schon? Weiß ich nicht. Ist übrigens wieder so eine Passage, wo ich immer warte, dass irgendwas von links nach rechts oder rechts nach links läuft. Ich bin gespannt, ob ich vielleicht das Spiel durchspiele, ohne dass es jemals passiert, dieser Effekt, von dem ich eigentlich erwarte, dass er eingebaut ist, weil er in jedem Horrorspiel oder Horrorfilm vorkommt. Gib ihm einen Namen. Ja, okay. Entscheidet euch, sucht euch einen Namen aus. Ihr habt die Wahl. Ihr sucht euch einen Namen aus, ich laufe hier mal durch. Da ist nichts. Ist auch nichts, da ist nur eine Tür. Da ist auch nur eine Tür. Nur Türen. Nur Türen. Okay. Ihr habt mal wieder die Wahl. Linke Tür, rechte Tür oder erstmal geradeaus weiter. Dark Flintstone empfiehlt die rote Gefahr. Deep Diver sagt Gertrud. Little Miss Cuddle sagt Norbert. Darth Daywalker sagt Roland. Dark Flintstone sagt Rollo. Hashtag Käse für Archie sagt Creepy König. Okay, alle sind für rechts. Warum? Weil der Boden dreckig ist und das so verheißungsvoll ist? Also, links oder geradeaus? Kunibert ist auch ein schöner Name. Empfehlung von Kaiser von Pravda. Ich muss kurz einen Schluck trinken, Entschuldigung. Deep Diver sagt links. Dann machen wir doch links, wenn Deep Diver das sagt. Okay. Ist der neu? Den kann ich noch nicht. Glaube ich. Ich gehe jetzt einfach mal weiter zu der Tür und erwarte, dass nichts passieren wird, ja?
glaube, der Herr hat uns erwartet. Ich schließe mich übrigens der, ich vermute mal, Mehrheit an und bin dafür, dass wir den Rollstuhl Roland nennen. Roland. Roland, der Rollstuhl. Jo. Also, geradeaus, ja. Ich bin mir etwas unschlüssig, was das Spiel eigentlich von mir erwartet, was ich jetzt an dieser Stelle tun soll. Ganz aufmachen, damit der Jumpscare sich entfalten kann, oder soll ich da reinlaufen in das Bild, oder... Ach komm, wir gönnen uns, oder? Wir wissen, da kommt ein Jumpscare, da können wir uns auch hart gönnen. Einfach Augen zu und durch. Oder rein, oder dran, oder... Ach, gönnen uns, oder? Oh. Das ist jetzt natürlich blöd. Das heißt, ich muss mich wieder umdrehen, ne? Kennt ihr eigentlich diese Grundregel, dass man sich in Horrorspielen nie umdreht? Ich dachte, ich mach's nur kurz und schmerzlos, der schrecke euch auch mal mit. Kommt jetzt die Wand auf der gegenüberliegenden Seite auch wieder näher? Was für Optionen haben wir, was jetzt hätte passieren könnte? Und vor allem, angenommen, der Stuhl ist hinter mir oder irgendwas anderes. Wenn ich jetzt einfach rückwärts gehe und in das Ding reinlaufe, ohne es anzusehen, funktioniert der Jumpscare dann überhaupt noch? Oder macht das den Jumpscare kaputt? Macht das das Spiel kaputt? Was passiert dann? Übrigens hinter uns, ja. Wir vermarkten ab sofort unseren eigenen Käse und nennen ihn den Kati Winters Angstkäse. Der Doug Flintstone hat gerade geschrieben, wurdest du schon gejagt und solltest dich nicht umdrehen? Ach, das kommt auch noch? Nett. Ich hasse dieses Spiel. Ich hab's euch gesagt! Ich hab's gesagt! Ich hab's gewusst! Ich hab's gesagt! Das Schlimme ist, ich kann mich nicht mal von dem Spiel abwenden, denn wenn ich nach links gucke, sehe ich das Spiel hier in der Übertragung. Na, kommt noch eine? Da liegen komische Bilder. Hä? Oh nö! Oh nö! Och nö, Roland! Oh nö! Mach doch so ne Sachen nicht! Oh nö! Komm, nee! Also nee! Das ist gemein, das ist fies und wir können uns alle denken, was das hier zu bedeuten hat. Das ist... Nö! Nö! Och Manno! Und natürlich muss ich hingehen und was auch immer das für ein Jumpscare wahrscheinlich sein wird, den triggern, ne? Ist wichtig. Muss ich machen. Ich bin ja ein Streamer, ich mache ein Let's Play hier. Da muss ich ja alles zeigen, da muss ich mich ja alles trauen, denn ich muss mich ja alles trauen. Ihr habt so ein schönes Leben, wisst ihr das eigentlich? Oh Gott, ich hasse mein Leben. Natürlich geht die Tür auf. Oh Mann, oh. Oh Mann, oh. Okay, es ist Licht im Haus.
den Schalter? Nein. Ja, das ist gerade passiert. Hätte mich das töten können, wenn ich jetzt einen Zentimeter weiter nach links gestanden wäre? Oder ist das hier als Jumpscare einfach so gedacht, dass ich es überlebe? Es ist nett, dass Onkel Brody sagt, einfach weitergehen. Zweimal fällt nichts runter. Nein, es fiel kein zweites Mal etwas runter. Danke für deinen Tipp. Bist sehr hilfreich. Ich hätte wirklich gerne diese ominöse Taschenlampe irgendwann. Du hast den immer noch drin? Du hast diesen Jumpscare drin gelassen? Ich hasse den, das war der Schlimmste. Und jetzt kommt er schon bei 10 Euro. Ich dachte, wir auf 30 oder so, wenn überhaupt. Ich schrei dich nicht an. Ich weine gleich. Kagekagi sagt, das war fies. Ja, dieser Soundeffekt ist der fieseste von allen, die Katja eingebaut hat. Halt mit Abstand. Ja, hat man wieder die Wahl, rechts oder geradeaus. Entschuldigung. Der hat mich jetzt echt kalt erwischt. Der hackt mir gerade ein bisschen nach. Ach komm, dann sag doch nicht auch noch, dass es Schlimmere gibt. Ja, bei 30 wird's richtig fies. Ja, alles klar. Ja, Kaiser von Pravda schreibt gerade, bei 100 kriegt Eichi einen Herzinfarkt. Ja, bei 100 Euro, da kriege ich halt einfach, das habt ihr nicht mitbekommen, aber Katja hat mir den Defibrillator angeschlossen, da kriege ich halt einfach einen richtig schönen Schub. Rechts, sagt Kissens Mega-Fangirl, genauso wie Kagakagi und Little Miss Cuddle. Gut. Er sagt rechts. Und euer Wunsch ist mir Befehl? Ich wollte mir erst kurz dieses Buch angucken. Ich mag die Musik nicht, die gerade läuft. Das Schlimme an dem Spiel hier ist, das muss ich mal sagen, oder finde ich, ist halt, dass es wirklich so krass einfach die Effekte nutzt. Also, dass man wirklich sich einmal umdreht und alles anders, das meine ich. Also, dass wirklich eine Kamerabewegung ausreicht, das finde ich so richtig beeindruckend. Capricorn sagt gerade, er will nicht spoilern. Oh Mann, wird's jetzt gerade richtig mies? Wird's gleich richtig mies? Oh Mann, oh. Das sind die beschissensten Momente des ganzen Spiels. Oh Mann. Ich guck hin, ich hab die Finger auseinander, ja. Ich mach das hier nur für euch. Das Spiel hat mich schon richtig darauf konditioniert, immer Angst zu haben bei jeder Bewegung, also bei jeder Kamerabewegung.
Das richtig miese ist ja, wollte ich gerade sagen, dass in dem Spiel bisher fast gar keine Bewegung stattgefunden hat. Es hat sich bisher fast nie etwas bewegt. Es waren immer Standbilder. Er steht da plötzlich. Er ist da jetzt. Nur Ratten haben sich mal bewegt oder wenn irgendwas umgefallen ist. Aber meistens dreht man sich um und etwas ist da einfach. Was, wenn jetzt plötzlich wirklich irgendwas kommt und auf einen zugelaufen kommt? Ich bin überhaupt nicht darauf eingestellt. Ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Wieso sagt Deep Diver jetzt bitte noch nicht sterben? Wie sterben? Kann ich jetzt schon sterben? Boo schreibt, er ist jetzt da. Schön. Schönen guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du hier bist. Danke, dass du es schon willkommen geheißen hast. Dass du dich selbst so schön willkommen geheißen hast, was auch immer. Ja, da liegt natürlich ein Schlüssel und da ist so ein scheiß creepy Bett. Na komm, ich gehe rein, hinter mir fällt die Tür zu und da passiert irgendwas Schlimmes und dann erst komme ich wieder raus. Wird's das sein? Kann das sein? Ich renne jetzt einfach erstmal direkt auf den Schlüssel zu, okay? Scheißegal, was passiert. Geronimo! Nee, 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 nee. Moment, Moment, Moment. Entschuldigung. Moment, was? Waren das Schritte an der Tür? Hallo Kuko Ginjo, schön, dass es auch mal wieder ins Team geschafft hat. Creepy König schreibt gerade, Arche lebt alles, was er macht, nicht nur, wenn er Winter Tales vorliest, sondern auch, wenn er zockt. Ja, tue ich. Also, ich lebe sowas wirklich, aber... Darth Daywalker kommt jetzt das Monster aus der Nische. Ja, ich bin gerade auch voll in der Nische-Stimmung, ey. Oh Mann! Du solltest dich jetzt. Ja, wie verstecken? Moment. Du sollst dich jetzt verstecken? Ich kann mich verstecken? Das ist eine Option? Ja, wo? Moment, was? Wie versteckt. Ja, okay, ich lass laufen, aber wie verstecken? Wo verstecken? Ach so, warte, 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 warte. Kann ich es ausmachen? Schlägt dir jetzt gleich die Tür auf? Bitte nicht! Oh Mann! Ernsthaft? Okay, Deep Dive meinte gerade, er hat mich versteckt. Er hat mich einfach nur veräppelt. Okay. Alter, ich hasse das Spiel. Und ihr seid auch fies. Ah. Aber da war gerade was. Da war halt wirklich was. Ich will da jetzt nicht raus. Ich will mich jetzt hier ins Bett legen, unter die Bettdecke verkriechen und nie wieder rauskommen. Oder hier unter das Bett direkt. Och Mann. Oh, das ist echt mies. Ich hab's. Ja. Ihr macht euch kein Bild, was ich gerade für Angst habe, hier rauszugehen. Oh Mann. Wo ist die bayerische Gastfreundschaft hin, hä? Ja, bayerische Gastfreundschaft. Du mich auch, Kizuna. Du mich auch. Ach. Kati sagt, Archie, das ist alles noch harmlos.
Soll ich gucken, wer die. Nein, ich frage euch nicht. Ich kenne die Antwort. Oh, es kommt aus dem Bild. Also, wenn der Typ an die Tür geklopft hätte, hätte ich jetzt weniger ein Problem damit. Der sieht nicht so gruselig aus. Das ist einfach nur so, irgend so ein Dude. Der wäre okay. Kitsune schreibt gerade gleich Gott, dass die Trophäe, dass er das Tutorial geschafft hat. Ich weiß, ich habe gerade erst wirklich das Allerharmloseste hinter mir. Und ich bin halt echt ein unglaublicher Schisser, ich weiß das, aber ihr macht euch halt kein Bild, was für ein Schisser ich bin und wie schlimm das gerade alles für mich ist. Vor allem, und das muss ich jetzt mal ganz ehrlich dazu sagen, das Problem ist halt auch, ja, ich sehe das Bild, ich sammle es gleich ein. Ich lebe das hier für euch noch mal ein bisschen mehr, als ich es für mich selbst leben würde. Das heißt, weil ihr zuseht, oh, die ist hübsch. Jetzt geht's wieder. Ja, jetzt erstmal ein Stück Käse. Auf jeden Fall würde ich sagen, das Schlimme ist, dass ich das Ganze für euch nochmal viel mehr lebe, als ich es für mich selbst tun würde. Das heißt, durch das Kommentieren, weil es natürlich ein Horror-Let's Play ist, lebe ich natürlich den Horror noch mehr als sonst. Deswegen nehme ich ihn natürlich auch noch intensiver wahr. Entfesseln Sie Ihre innere Schönheit mit dem neuen Glamour Fusion Max. Sagen Sie Lebwohl zu Aknenarben, vergrößerten Poren und anderen unangenehmen Hautproblemen. Der neue Glamour Fusion Max Concealer wird Ihrer Haut ein gesünderes Aussehen sowie ein sanfteres Gefühl geben. Betrachten Sie es nicht als ein Abdecken von Unzulänglichkeiten, sondern als das Entfesseln Ihrer inneren Schönheit. Auf jeden Fall finde ich, war das ein ganz schöner Screamer. Der hat seinen Zweck sehr gut erfüllt, also. Hat mich sehr erschreckt, fand ich witzig, also war gut. Ich würde sagen, das wird, der ist die 30 Euro durchaus wert. Also der hat das Level zurecht. Alles klar, die Tür bleibt offen, wie es aussieht. Oder ist es die falsche Tür? Ich würde gerne die Tür schließen, aber das Spiel lässt mich nicht. Selbst macht die Tür auch nicht zu. Na gut, dann halt nicht. Na, sind hier wieder Flaschen drin? Ah, nö, tatsächlich diesmal Kleider im Kleiderschrank. Mensch, was für ein Luxus. Gut, da ist nichts Spannendes drin. Ja, also, ich muss ja sagen, die Screamer, die sind schon immer wieder witzig, ja? Also, immer wieder für einen Witz zu haben, die gute Kati. Die sucht sich immer die richtig lustigen Sachen raus, mit denen sie einen bespaßen kann, nicht wahr? Finde ich super. Genial! Also, ich hab gelacht, sage ich euch. Ich hab gelacht. Gelacht habe ich ohne Ende. Nur gelacht. Ja.
Prothesendiebe, nimmersatte Bastarde, kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Ja, das frage ich mich auch jeden Morgen. Warum das beschissene Bein? Na, Schallplatte, komm. Ran mit dir und ab dafür. Und kurbeln. Ach so. Das ist übrigens das, was ich mal meinte. Schade, das Lied ist schon vorbei. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, von wem die Spende war. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich möchte mich übrigens entschuldigen, dass ich gerade nicht so intensiv darauf reagiert habe. Ich bin noch ein bisschen gebrochen vom letzten. Okay? Ich hoffe, das ist verständlich und nicht allzu schlimm für denjenigen, der gerade gespendet hat. Kagakagi sagt, Gesicht. Was denn für ein Gesicht? Was hätte sie denn gerne für ein Gesicht? Ich weiß nicht, was sie meint. Na, ach. Das ist übrigens nicht so einfach. Solltet ihr euch wundern. Alles ist gut. Ja, das ist der Grund. Ich habe euch das schon mal gesagt am Anfang. Ich gucke mich mal kurz um. So, ich entschuldige mich jetzt übrigens an dieser Stelle mal, dass ich so gerade etwas abgestumpft war. Ich lese mal kurz den Chat nach. Entschuldigung, ich habe sehr viel verpasst, ich weiß. Der eine Screamer, der 30-Euro-Screamer, der hatte mich jetzt kurzzeitig gebrochen. Das tut mir leid. Ich muss kurz gucken, wo fängt es denn an? Stirbt Ahi? Jetzt hat irgendjemand gefragt. So. Mit Sicherheit haben jetzt alle Mitleid mit Ahi und wollen jetzt nicht für mindestens 5 Euro noch einen Screamer hinterher schicken. Oder etwa doch? Ja, Kitsuna, ich weiß, auf wessen Seite du bist. Der Deep Diver, Hilfe, ich habe Angst, ob es ihm doch gut geht. Hija, der hat gesessen. Ach Gott. Kagakagi, das Gesicht war gruseliger als das Spieleabend. Was war noch? Ach, das war's. Gut. Entschuldigung, musste ich kurz mal nachlesen. Ja, ich dachte mal, ich gehe einfach mal drauf ein. Außerdem weiß ich ja. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Wir haben die zweite Etappe geschafft.
Ich bin zumindest ziemlich sicher, dass wir die zweite Etappe geschafft haben. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe, Entschuldigung. Also sorry, dass ich gerade so ein bisschen komisch war. Ich dachte, ich gehe einfach mal voll drauf ein und bin mal so gruselig wie das Spiel. Nur um zu zeigen, dass ich auch anders kann. Wie komme ich hier wieder raus? Auf jeden Fall, wir hatten ja als Leinwand menschliche Haut benutzt. Daran erinnern wir uns. Und... Ach, komm schon. Ja, jetzt haben wir Blut zum Malen als Farbe, wie es aussieht. Komm schon. Nein. Danke, Spiel. Danke. Ach komm! Das meine ich, ich komme mit dieser Mechanik nicht klar. Das war in einem Ninja schon genauso. Da musste ich auch kurbeln. Da musste ich einmal sogar unter Zeitdruck, glaube ich, wenn ich mich hier kurbeln. Das ist so unglaublich schwierig. Ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist. Ach. Ich komme nicht zum dritten Mal hier drüber. Ich weiß nicht, ob ich zu langsam bin. Ich sag's euch. Ich weiß, es sieht einfach aus und man denkt, es wäre einfach, aber diese Mechanik ist unglaublich anstrengend. Ach komm schon! Ich möchte in die andere Richtung kurbeln. Ich verstehe das System gerade nicht. Ich mache gerade alles, was... Was für ein Schlüssel? Little Miss Cuddle sagt nur einen Schlüssel, aber was für ein Schlüssel? Wenn du das Ding da meinst, das ist einfach nur ein Regler. Oder lag hier noch irgendwo was? Nö, sonst war hier nichts. Das ist alles. Gibt hier keinen Schlüssel. Ja, ich wusste, du meinst diesen Regler. Nein, das ist kein Schlüssel. Bitte funktioniert doch! Vor allem, irgendwann, wenn ich es oft genug probiere, macht er dann von alleine diese komische Drehbewegung. Aber immer, wenn ich es selbst mache, dreht es sich nur in die eine Richtung. Egal in welche Richtung ich die Maus bewege, der Hebel hier bewegt sich immer nach links. Dreh doch mal langsamer. Ja, ich kann nicht langsamer drehen. Langsamer kann ich es nur hier regeln. Das macht's langsamer. Ich lasse es, glaube ich, auf der Geschwindigkeit. Ich verstehe gerade echt nicht. Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Ja, ich weiß, dass der Song langsam nervt. Mich nervt er auch, aber das ist immer noch nur ein Schrank, ja? Also hier komme ich nicht raus.
Ich vermute, ich muss das Ding nochmal fertig drehen. Ich habe irgendwann einfach aufgehört, als ich gesehen habe, dass da die Flasche lag. Aber, beziehungsweise als es nicht mehr funktioniert hat, aber ich weiß gerade nicht. Ich bin gerade leicht überfordert. Ist es vielleicht vorwärts wieder abspielen? Und ich mach's schon richtig? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß gerade echt nicht. Ja, das war klar. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss das einmal rückwärts drehen, dafür war der Schalter hier hinten. Ich muss einmal rückwärts laufen lassen, damit sich die Zeit hier quasi zurückdreht. Und jetzt muss ich wieder vorwärts laufen, damit ich alles wieder ganz sicher die Tür wieder benutzen kann. Ja, das ergibt Sinn. Bitte, jetzt keine unvorhergesehenen Sachen oder Rollstühle. Roland kann jetzt mal bleiben, wo er ist, ja. Danke. Danke, wir schließen das jetzt hier nämlich mal ab, ja? Dieses Level. Verdammt nochmal. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze leidende Künstlerunfug, es hat jetzt aufzuhören. Das war von seiner Frau an ihn. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin gespannt, ob sich unser Spiegelbild mal verändert. Haben wir hier jetzt irgendwas gefunden? Ich blätter noch einmal kurz durch. Das kennen wir ja schon. Na komm. Na komm. Ach Gott, wie viel es hier noch zu sammeln gibt. Und ich... Oh. Das wird noch ein langes Let's Play, sag ich euch. Oh Mann. Das wird ein Spaß. Ah, da oben die Prothese. Oh. Verstehe. Ich verstehe das System, nachdem sich das hier immer verändert. Okay, es ergibt Sinn. Hass. Selbst jetzt verloren. Alleine. Du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. Okay. Das mache ich noch. Also das beenden wir noch. Und dann werde ich mal eine kurze Pause machen. Da ist kurz Pinkel- und Snackpause. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Das sieht einfach nur aus wie ein. Das sieht einfach nur aus wie ein riesiger Haufen schmelzenden Fleisches. Okay, das ist nur der Text, den wir vorhin von ihm selbst schon gehört haben. Gut. Noch ein Spiegel. Witzig, in dem Spiegel sehen wir uns nicht. Nee, bleib ruhig offen. Alles gut. Form emerges. Form tritt heraus. Denn erst waren sie ja formlose Träume und jetzt wird eine Form aus den Träumen. Oder bildet sich in den Träumen eine Form. Gut. Oh. Ihr habt mich echt eiskalt erwischt. Also vielen, vielen Dank. Mal Pause. Vielen, vielen Dank für die Spenden, die bisher reinkamen. Und nicht so vielen Dank für die Screamer, vor allem an dich, Kati. Es macht bisher schon mal wieder richtig viel Spaß. Ich finde es richtig schlimm, das Spiel. Ich habe es echt unterschätzt. Es ist richtig gruselig. Es ist ein richtig gutes Horrorspiel.
Und ich glaube, wenn es jetzt wirklich erst angefangen hat, ich werde noch richtig schlimm leiden. Aber ich glaube, zusammen halten wir das durch. Ich glaube, zusammen schaffen wir das. Und ich hoffe, ihr hattet hier bisher schon mal viel Spaß. Ich bin jetzt mal kurz so 5 bis 10 Minuten weg. Ich sag mal, in spätestens 10 Minuten geht's weiter. Ich vermute mal so 5 Minuten bin ich kurz raus. Frische Luft schnappen, hier wird's echt stickig. Und kurz auf Toilette gehen. Und dann geht's weiter. Danke, dass ihr alle schon mal da wart. Und bis gleich.